dabei sind heute. Es wird lecker gekocht, es gibt viel Spaß und ich hoffe sehr, Sie haben zu Hause beim Fernseher auch viel Spaß. Denn das Publikum hier, wie man hört und sieht, ist natürlich ganz gut drauf und ich hoffe, das wird so bleiben. An meiner Seite heute gibt es zwei tolle Gerichte. Und zwar gibt es einmal ein Lammrücken mit Ratatouille, Couscous und Joghurt-Minzsoße. Und dann gibt es Kokosmandans auf exotischem Salat mit einem Ingwer-Eis. Also zwei Gerichte, ja, die, glaube ich, sehr, sehr gut passen um diese Jahreszeit. Und ich habe heute eine echte Weltmeisterin zu Gast, aber das sage ich Ihnen noch mal später ganz genau, wer das sein wird. Zunächst mal ist der Weltmeister der Küche auch da, der Horst auf der anderen Seite. Herzlich willkommen. Dankeschön. Sie haben zu Hause alles richtig gemacht. Samstagnachmittag, Sofa, Fernbedienung weg, Laferlichter, lecker. Genau so mache ich das auch, wenn ich mal frei habe und nicht mehr hier sein muss. Bloß, dann gucke ich mir Johann allein an. Aber bei diesem Essen, was mein göttlicher Koch nebenan zelebriert, habe ich mir natürlich Gedanken gemacht, was kann man vorher überhaupt bieten, damit die Leute das genießen können. Und ich dachte, wir fangen wohl locker an, passend zur Jahreszeit, mit so einem schönen Frühlingssalätchen, aber mit einem Knoblauchbrötchen dabei, damit das auch was bringt. Und dann gibt's nachher einen wunderbaren Kabeljau mit Wildreis und einer Senfsoße dazu. Ja. Aber, meine Damen und Herren, die wichtigste Zutat ever and ever fehlt noch. Ich muss ihn in den Arm schließen. Mein Flämmchen am Herd. Hallo Johann, mein Schnuckelchen. Du. Na, gut? Ja. Ja, Horst. Was? Johann, jetzt mal ganz ohne Quatsch. Da muss ich einfach noch mal fragen. Heute Morgen warst du zu beschäftigt im Hotel. Hast du schon jemals einen so schönen Start in den Frühling wie dieses Jahr gehabt? Also ich muss dir wirklich sagen, ich finde das alles großartig. Meine Gefühle sind da, sind deine auch da? Ja, wie doll du. Ja. Ich begrüße jedes Gänseblümchen persönlich, wenn ich sehe, wie es aufgeht. Ja, guck mal hier, der frische Salat jetzt schon um die Jahreszeit, finde ich großartig. Den habe ich heute Morgen selber gepflückt. Ja? Ja, ja. Wo? Hier in Hamburg glaubst du gar nicht, weil alles am Straßenrand wächst. So. Ja. Aber lassen wir zum Kochen kommen. Ja. Wir haben sensationelle Gäste, also wirklich unfassbar. Johann, ich lasse dir ausnahmsweise mal den Vortritt, weil die Herren müssen ja zu Hause auch was haben. Ne? Also, womit fange ich an? Zunächst mal an meiner Seite, wie schon gesagt, eine echte Weltmeisterin. Aber hallo. Dann eine wunderschöne Frau. Aber hallo. Eine tolle Moderatorin. Aber hallo. Die nur ältere Männer mag. Aber hallo. Was? Ja, dann übernehme ich mal ganz kurz. Ich habe einen Herrn an meiner Seite und ich weiß, dass die Damen zu Hause gleich, die werden dahin schmelzen. Und es wird unfassbar viele geben, die sagen, mein Gott, Horst, ich würde ihn so gerne mal kennenlernen. Ja. Er ist einer der besten Schauspieler, er verzaubert die Frauenherzen. Und es gibt manch einen Mann wie mich zum Beispiel, der ihn wahnsinnig gut findet. Ich bin ein begeisterter Fan von ihm. Und heute sind unsere Gäste Dr. Christine Deiss und Klaus Wettbolz. Ah, ich freue mich so sehr. Tirol und Steiermark. So. Zunächst mal freue ich mich wahnsinnig. Eine große Ehre für uns. Und jetzt erklärst du mal nochmal den Zuschauern, die noch nicht wissen sollten, was du an Weltmeisterschaft erreicht hast, was du genau machst. Ja, ich mache es jetzt nicht mehr. Aber du hast es gemacht. Ich habe es gemacht, 26 Jahre lang. Ich war Profi-Weltmeisterin im Kickboxen. Und zwar 23 Mal. Ja. 23 Mal. 23 Mal. Du bist aber... Jetzt bin ich Rentnerin. Ja, nein. Zunächst muss man sagen, du bist der Ärztin vom Eigentlich, Beruf. Ja. Genau, und übst zurzeit den Beruf des Arztes aus oder machst du mehr Sport? Ich habe den Beruf des Arztes beiseite gelassen, habe mich dann damals auf die Profikarriere konzentriert
habe das dann ja, bis 2013, Ende 2013 gemacht. Und dann habe ich das auch aufs Eis gelegt und seitdem bin ich Moderatorin. Boxen ist klar, aber Kickboxen, was unterscheidet das vom normalen Boxen? Also die Variante, die ich gemacht habe, Vollkontakt-Kickboxen, ist im Boxen sehr ähnlich, aber ich darf halt die Beine noch benutzen. Also die Trefferfläche ist die gleiche, aber ich darf also halt auch noch treten. Man darf zu Deutsch treten und schlagen. Richtig. Also es macht es abwechslungsreicher, weil wenn man nur boxt, dann sieht man oft, dass unten frei ist und denkt sich, schön, aber ich komme mit meinem Arm nicht hin. Und wenn man lange Beine hat, kommt man hin, dann ist das Problem gelöst. Ah, das heißt, ich muss heute Abend anständig sein? Ja, ausnahmsweise. Gut. Okay, Christine. Wir machen zuerst jetzt geht's los. Ingwer-Eis, indem wir einfach Milchsahne mit Zucker aufkochen. Das mache ich jetzt. Und du machst bitte die Eier und die Eigelbe in die Schüssel rein. Und auch du wolltest das reinreiben, ja, oder? Den Ingwer reinreiben und die Orange reinreiben und auch Zitrone. Ja, den später. Den später, nur den frischen Ingwer reinreiben, gell? Okay. In die Milch und Sahne zum Aufkochen. Horst? Komplett? Ja, komplett bitte. Bei uns läuft alles was, bei dir auch? Bei mir läuft es hervorragend. Ich bin mit Klaus, wie soll ich sagen, wir sind ein Herz und eine Seele. Warum? Ja. Ich fühle mich so ein bisschen seelenverwandt. Nur mit einem Unterschied. Also wir beide mögen Oldtimer. Ja, das haben wir schon mal geklärt. Ja? Ja. Dann mögen wir beide das Leben an und für sich. Das ist auch richtig. Obwohl es zwischendurch mal einen Knack gab, aber jetzt leben wir umso mehr. Ja, richtig. Ja. Mir hat mal ein Freund gesagt, Lichter, bei dir ist das so, alle alten Sachen liebt er so sehr, junge Frauen umso mehr. So ist das auch bei mir. Siehst du? Ja, ja. Haben wir wieder was gemeinsam. Das Einzige, was wir nicht gemeinsam haben, du warst schon immer ein Jugendschwarm. So ein Frauenschwarm. Das kann ich nicht beurteilen. Das müssen die anderen wissen. Ich weiß es nicht. Ist aber so. Das hast du doch in der Jugend auch gemerkt, oder? Ja, aber ich dachte, ich wollte immer ein guter Schauspieler sein. Das war mein Wunsch. Und das gute Aussehen hat mir schon ein bisschen geholfen. Hat scheinbar. Dir geholfen, ne? Scheinbar, ja. Ja. Du hast ja auch mit Maximilian Schell schon... Ne? Mit Senta Berger? Komm. Ja, die war mit mir in der Klasse. Senta Berger, Erika Pluha, Heidi Linde Weiß, Marisa Mell und so weiter. Also lauter Stars Mädels, ne? Eigentlich. Ne? Ja. Filmstars, ne? Ja. Alles in meiner Klasse, in derselben Klasse. Also wir waren alle... Muss so. Nur sehr anstrengen, ne? Ja. Horst, ja. Sei ganz anständig. Dieser Mann kommt, so wie ich, aus... Österreich. Nein, mein Hase. Er ist Schweizer. Er lebt aber nur in Österreich. Aber ich bin in Wien geboren. Ja. Trotzdem mit Schweizer Pass. Ja. Schweizer Pass. Wie geht das? Das ja, geht. Das ist halt so. Mein Vater war Berner, meine Mutter Wienerin. Ja. Schon noch sehr aggressiv. Schon noch sehr aggressiv. Ja? So. Ja. Horst, so, bevor du weitermachst, ich habe was Nettes in Wien gefunden. Und da habe ich gedacht, das bringe ich dir mit. Das sieht dir so ein bisschen ähnlich, ne? Schwarze Seele mit Herz. Ne? So, Horst. Guck mal. So sind Menschen. Du kennst den Spruch von Wilhelm Busch? Ein Onkel, der was mitbringt, ist mir lieber als eine Tante, die nur Klavier spielen kann. Aber das Ganze garantiert auch noch, oder? Ein bisschen, ja. Aber nicht so gut wie Lang, leider. Ja. Leider. Aber lass uns die Küchenschlaggewinner begrüßen. Johann, das ist eine gute Idee. Klaus, darf ich im Moment alleine lassen? Ja, natürlich. Ja, komm, Johann. Stefanie Rössler begrüßen wir und Marcella Sellis. Herzlich willkommen. Na, Marcella? Na? Alles gut? Wunderbar. Hier, sie war bei mir. Sie war bei dir? In der Weihnachtswoche. Ja, sie hat immer noch Verband am Finger. Nee, mit Sicherheit nicht, oder? Ja. Ich habe gestern Chapnigel gemacht. Aha, du kommst aus Villingen-Schwenningen, ja? Ach, da war ich auch schon, das ist sehr schön da. Sehr schön. Der ist bei mir um die Ecke. Ist das wahr? Ja, Villingen-Schwenningen. Ja, wo wohnst du denn da um die Ecke? Ist das im Schwarzwald auch, oder? Ja, selbstverständlich. Aber das ist ja nicht wahr. Im Südschwarzwald. Aber du hörst dich doch aus wie Kölle. Ja, du, weil ich bin halt sprachbegabt. Das ist... ja, jo. Hast du viel Resonanz gehabt auf die Sendung? Ja, schon doch. Große Resonanz. Ja, also
das hat schon Spaß gemacht, dann nach Hause zu kommen. Haben sich alle mit mir gefreut. Gefreut. Und du hast ja auch uns immer erzählt, dass du sehr viel mit Ayurveda zu tun hast. Du beschäftigst dich mit dieser Medizin. Richtig. Nach wie vor? Ja, absolut. Also traditionelle chinesische Medizin und Ayurveda. Und das verbinde ich halt auch in meinem Kochen immer wieder. Und jetzt wird's, also jetzt kann ich langsam nicht mehr so, also jetzt können die anderen meistens nicht mehr so viel essen, wie ich koche. Das ist, der Kochzwang ist leider noch größer geworden, seit ich bei dir war. So, und jetzt kann ich mich da drüben verloben, liebe Marcella. Ja? Weil du merkst schon, ne? Das wird immer näher da drüben. Ne? Da läuft schon. Sie waren beim Schubeck quasi doch. Ja, das ist ja kein Grund, sie zu moppen. Bei ihm war das, aber er hat es ja. Er war Juror bei dir? Nee, Mentor. Er war dein Mentor, der Johann? Der Alfons. Ach, der Alfons. Ja, aber ich wollte sagen, bei dir war ich auch. Das hast du nur schon verdrängt. Das habe ich nicht verdrängt, aber ich dachte, ich durfte es nicht öffentlich sagen. So. Dass das mehr so unter uns bleiben sollte. Habe ich da was verpasst? Ja. Nein, mein Hase, du weißt, ich werde nur rösig bei dir. Ja. Marcella, du engagierst dich aber auch sehr intensiv auch für Kinder. Ja. Du kochst mit Kindern? Für Kinder. Genau. Mit und für Kinder. Ja, mittlerweile nur noch für Kinder. Also es gab auch Resonanz nach meiner Teilnahme. Da macht mein Johann ja auch. Teilnahme, und jetzt koche ich täglich für 70 Kinder. Und vorher waren es 40 Kinder, jetzt sind 70, und das mache ich ganz alleine auch immer mit. Sag mal, was ist der Klassiker bei Kindern? Wenn man jetzt Kinder hat und sagt, so, ich will mich bei denen jetzt mal richtig beliebt machen, was musst du denen kochen? Gulasch mit Spätzle. Gulasch mit Spätzle. Oder Nudeln. Ich hätte gesagt jetzt Nudeln. Ja. Nein. Nur Nudeln. Nee, Johann? Bei uns in der Schule läuft am besten, bei 750 Kindern, die täglich essen kommen, auf Platz 1 ist Seelachsfilet mit asiatischen Nudeln. Wow. Ach, das sind natürlich die Larverkinder. Ja, ja. So, ich werde jetzt auch was Schönes für euch kochen gleich, und jetzt schauen wir mal, was passiert. Das ist übergekocht gewesen. Stellst es mir voll an und dann haust du ab. Ja, ich meine, wenn was überkocht, soll man das vom Herd nehmen. Hab ich ja gemacht. Aber zu spät. So, ich hab das sofort mit der Sekunde gemacht. So, das sind Gäste. Da muss jetzt mal herputzen gehen, wenn du wieder kommst, verstehst? Johann, ich wäre bei dir ein bisschen netter. Wenn du so hier, lässt mich da alleine. Hier nur die Eigelbe, ne? Das Eigelbe, genau. 8 Eigelbe. Also Eiweiß kann ich dann wegtun. Kannst wegtun, wir tun das hier. Wenn die sauer wird, dann ist Johann im Backhof. Oh, da muss er sich in Acht nehmen. Aber gerollt ist gefährlich der ist das. Ja, ja, wir machen das schon. Wir zwei. Was schleimt er sich wieder ein? Wir machen das schon, wir zwei. So, Löffelchen. Ja, so, also wir machen jetzt als allererstes, mache ich hier den Herd sauber. Genau. Und dann mache ich... Das ist ein Applaus wert, meine Damen und Herren. Und dann habe ich hier jetzt... Ich habe jetzt zweimal den Lammrücken aufgeschnitten quer, werde den jetzt schön bestreichen mit Senf und frischen Kräutern, gebe ich da rein. Und dann werde ich diesen Lammrücken zusammenbinden und im Ofen erst anbraten, dann im Ofen garen. Ja? Also im Prinzip eine Lammroulade. Roulade, genau. Und dann machen wir dazu ein schönes Risotto mit Oliven, Ratatouille und so weiter und so fort. Du hast auch einen Hund zu Hause, gell? Zwei Hunde? Ja, zwei Boxer. Zwei Boxer. Ja. Aber du machst damit wirklich was Besonderes. Ein sogenanntes, glaube ich, Mail-Training heißt das. Mail-Training, ja. Das Mail-Training, was ist das? Also meine Hündin, mein Rüde nicht. Das ist jetzt Arbeiten ist nicht so seine Stärke. Ja. Aber von meiner Hündin ist es ein Lieblingshobby. Wir sind ein sogenanntes Rettungshundeteam Mail-Training. Das heißt, die ist ausgebildet, Menschen anhand eines Geruchsgegenstandes zu finden. Also wenn wir einen Einsatz haben, dann gebe ich ihr zum Beispiel ein T-Shirt von der Person, die ich suchen soll, oder einen Schlafanzug, und dann macht sich mein Hund auf den Weg und sucht diese Person. Kann man dich auch für den Horst buchen? Willst du ihn wiederfinden? Das ist die Grundvoraussetzung, um ihn zu suchen. Ja. Ja, das finde ich ja großartig. Und da werdet ihr immer wieder dann gerufen, und dann seid ihr dabei. Welche Menschen hauptsächlich sind das, die da sich so ein bisschen verirren? Ja, die 50% sind Demente, und die anderen 50% leider Suizidale. Ja. Also Menschen, die
mit ihrem Leben nicht ganz so glücklich sind. Wie hoch ist denn da die Trefferquote, wenn man so sucht? Ja? Es kommt drauf an. Also wenn zum Beispiel ein Hund dann an der U-Bahn-Station hält, dann hat der Hund zwar nicht gefunden, aber man weiß dann, okay, der Mensch ist mit der U-Bahn weggefahren. Ach, oder zumindest hier endet die Spur. Ja. Und das ist ja dann auch eine erfolgreiche Suche. Also Hunde sind ja auch... Hat es durchaus eine hohe Trefferquote, aber es ist sehr, sehr anspruchsvoll. Hunde sind ja auch bestens geeignet, um Trüffel zu suchen. Die werden ja ausgebildet, um Trüffel zu suchen. Die würde wahrscheinlich mein Rüde sofort finden. Ja? Ja, weil der alles frisst. Frisst alles? Mhm. Okay, also Boxen da alles. Weißt du denn, warum man Hunde genommen hat, für Trüffel zu suchen und weniger mit Schweinen, Johann? Ja, weil die Hunde etwas schneller als die Schweine sind. Nein, weil die Schweine die Trüffel fressen tatsächlich. Ja, bei meinem Hund würde das nicht funktionieren, der würde auch die Trüffel fressen. So, Ja, bist du soweit? Also die Eier sind hier, aber jetzt müssen wir sie aufschlagen, oder so, wie war das? Jetzt musst du das Eier... Schlagschüssel nehmen oder... Genau, die muss jetzt über Wasserbad aufschlagen. Du bist richtig. Und dann die Milch dazu. Und dann musst das Ganze... auch über dem Wasserbad, die Eier? Nee, das mit der Milch zusammen. Jetzt gleich? Ja, genau. Okay, aber erstmal warm werden lassen. Gibst du das alles rein, die Milch da? Okay. Du hast angefangen zum Kickboxen, wie viele Jahre? Mit 7? 6? Mit 7. Mit 7 Jahren? Mit 7, ja. Da war ich schon so frustriert, dass ich Kickboxen machen musste. Warum? Nein, war ich nicht. Ich hatte eine Klassenkammer. Du bist aufgewachsen in Thüringen, bist du aufgewachsen? Nee, in Bayreuth, in Oberfranken. Ah, in Bayreuth, okay. Wir sind 84 ausgereist, deswegen, also ich bin in Thüringen geboren. Nein, aber geboren, das genau, richtig. War es dann auch schon mit meiner Thüringer Karriere. Und es war, wann nochmal genau, wann bist du da? 84 ausgereist. 84 ausgereist. Ohne Probleme? Naja, so einfach war das nicht zu damaligen Zeiten, aber letztendlich... Alles gut gegangen und ja, Jahrgang 80. Also ich war 4, als ich ausgereist bin. Ach so, okay. Alles klar. Und Januar 88 habe ich dann angefangen und denke, was macht er denn da drüben? Ich weiß nicht, was die machen da, keine Ahnung. Nein, Klaus hat seine Salatsoße fertig. Ja. Probier mal, Johann. So. Guck mal, jetzt gehen die Falten hier schon weg. Wenn es zu sauer war, hier ist Honig. Nee. Ich finde die Salatsauce okay. Also ja, mir schmeckt die. Mir schmeckt Schleimer. Was? Ich finde die gut jetzt. Warum? Was ist denn da schlimm? Also ich finde sie wirklich genau wie du sagst, etwas sauer. Ja, ich habe jetzt noch ein bisschen Öl reingegeben. Ja, Öl und ganz ruhig schon ein bisschen Honig reintun. Habe ich schon. Ja, mach sie ein bisschen runder vom Geschmack her. Okay. Ja. Sag mal, aber wie verträgt sich eins? Ich werde jetzt ganz viele Millionen von Frauen zu Hause so ein bisschen schockieren. Und zwar, wie kommt das zusammen? Du als wirklich der Schauspieler, man sieht dich in wirklich so vielen ganz, ganz tollen Filmen. Wiederholungen vor allem. Nein, du hast aber einen genialen jetzt gemacht, ja? Du hast gerade erst einen gemacht in der Schweiz, ja. Riesenerfolg. Ja. Ja, kommt jetzt hier im Frühjahr, ist am Kino. Der kommt 2015 in den deutschen Kinos. Ja, das haben wir ja Gott sei Dank. Ja, genau. Ja. Und der heißt Schweizer Helden, ist eine Geschichte von einem Schweizer Asylantenheim. Und die Asylanten wünschen sich, den Wilhelm Tell von Schiller aufzuführen. Aber die können kaum Deutsch. Und das ist eine ganz witzige Story. Ja? Ja. Und ich spiele also einen bekannten Bühnenschauspieler, der seiner Nichte hilft, denen das die Schauspielerei beizubringen. Das ist ziemlich schwierig. Also Potenzial zum Lachen, ja. Ohne Ende. Ja, es ist aber sehr auch lustig zum Nachdenken. Und auch sehr tragisch, weil da ein schwarzer Ganese spielt den Wilhelm Tell und der wird dann ausgewiesen vor der Premiere. Vor der Premiere. Ja, und dann wird er noch, muss man einen anderen Tell suchen. Das ist ziemlich tragisch, aber es ist eine sehr, sehr gute Geschichte von Peter Luisi inszeniert. Und der Film hat vergangenes Jahr im Sommer, hat er den Publikumspreis beim Festival von Locarno gewonnen. Das ist ein Applaus. Ja, ja, so. Das ist toll. Das ist toll. Und das ist eigentlich, wollte ich ganz was anderes erzählen. Jetzt kommt der Knaller schlechthin. Meine Damen zu Hause, halten Sie sich fest. Dieser unglaubliche Mann, groß, charmant, gut aussehend, berühmt, ist ein Knastbruder. Du hast zweimal im Knast gesessen. Ja, komm, aber wird da, heute war geoutet. Da war ich sehr jung. Ich ja, erzähl ruhig, war mein Vater wissen. War sehr streng und ich habe Vespa gefahren und hatte keinen Führerschein. Wie alt warst du? 16, 16,5. Und
dann wurde ich aufgehalten und Führerschein bitte. Und dann habe ich gesagt, ich habe leider keinen. Und dann haben die gesagt, ja, da müssen Sie leider Buße bezahlen. Und in Österreich war das so, mein Vater, der war Berner und streng und hat gesagt, Buße zahle ich nicht und du musst das absitzen. Hm? Bin ich 5 Tage im Knast gesessen deswegen. Ja? 5 Tage? Ja, später... Mit 18 bin ich in die Schweizer Armee eingerückt, weil ich Schweizer Staatsbürger bin, musste ich gehen und hab dann, bin dann auch weiter 5 Tage gesessen. Warum? Weil ich ins Kino ging am Abend und meinen Pullover und meine Hosen angezogen habe. Das darf und durfte man damals nicht. Heute musste man in der Schweiz nackt ins Uniform? Kino? Nein, Uniform. Mit Uniform. Ja. Und da musstest du echt für den Knast. Ich ging aus dem Kino raus, hab meinen Hauptmann gesehen, hab sofort automatisch und hab das da versucht zu verwischen. Er hat mich aber gesehen und dann musste ich in die Kiste. Das heißt, 5 Tage. 5 Tage nur, weil du in Zivilkleidung da warst. Genau. Die sind sehr streng da. Und wie stehst du jetzt heute zu so einem Knast? Wie war das für dich? Du warst ja blutjung, einmal mit 16, dann mit 18. Hast du da nicht Schiss bekommen, dass der Rest deines Lebens noch länger im Knast ist? Nee, aber ich bin natürlich den Kollegen im Knast später im Wiener Prater ein bisschen ausgewichen. Wenn ich die haben gesagt, Servus Klaus, Servus. Und ja, Servus, ich bin gleich ab, weil ich wollte eigentlich keinen so großen Kontakt mit denen haben. Ne? Aber du warst auch immer ein bisschen eitel, ne? Stimmt das? Naja, es geht. Da kommt eine Geschichte, die habe ich auch von jemand Geheimes mal so erzählt bekommen, dass du deine Militärhosen, weil die so schlabberig waren und dir das nicht so gefiel. Ich war modebewusst, nicht eitel, modebewusst. Die Militärhosen waren so weit, dann habe ich sie einfach enger machen lassen. Also selber gemacht, ne? Selber gemacht. Ja. Und beim Appell war der Kommandant plötzlich hinter mir gestanden, ging so um mich herum, hat meine Hosen angesehen. Und dann habe ich immer gedacht, oh je, das wird er. Und da ist er draufgekommen, bin aber nicht in die Kiste gekommen deswegen. Das wäre jetzt auch nicht noch doofer wegen einer schicken engen Hose. Ja. Der hat wahrscheinlich dahinter gestanden und gesagt, Mann, die Hosen gibt's auch passend. Ja, ja, ich hoffe es auch sehr. Sag mal, Johann, mal von hier aus der Weite gesehen. Kann ich dir helfen, Johann? Weil die läuft, du musst es rühren. Die dreht sich nicht da. Da drin? Der Strom ist drin, weil man hört die Lüftung. Aber das war's dann auch. Was ist denn schiefgegangen? Läuft sie nicht an, Johann? Nee, die läuft nicht. Warte, ich hol meinen Fisch aus der Pfanne, dann komm ich mal gucken. Ja. Ich weiß nicht. Ich hab sie nicht angelangt. Bist du Elektriker? Nein, nicht, aber ist das angesteckt? Ja, weil die Lüftung läuft ja. Ja. Liebe Christine, liebe Zuschauer, ich habe in der Zwischenzeit vielleicht eine ganz andere Frage. Du bist jetzt nicht mehr so aktuell am Boxen. Ne? Du hast dich zurückgezogen. Ich bin Rentner, ja. Rentner? Wie schafft man es dann, so einen genialen Körper weiterhin so fit zu halten? Das ist Applaus. Er merkt schon. Komm, du weißt doch, worauf ich hinaus will. Du hast ein Fitnessbuch gemacht. Ich weiß, worauf du hinaus willst. Ja. Ich kann dir das mal zeigen. Gerne. Ja? Ja. Hast du Lust? Machen wir mal was. Ja. Also im Prinzip ist es eigentlich ganz einfach. Ich mache jeden Tag ein bisschen was. Ja. Warte mal, haben wir Matten da? Wenn, dann machen wir das richtig. Du passt mal hier auf. Matten. Oh Gott. Geh mal auf alle Viere. Ist das... Das hast du sehr nett zu mir gesagt. So. Das hast du selten, den Anblick. Alle Viere so. Achso, alle Viere so, ja. Genau. Ja. Und dann hebst du das eine Bein Richtung Decke. So. Und genau. Und dann wieder runter. Mach mal. Genau. Und wenn du es höher hebst, wird es schwerer. Dann wird es immer schwerer. Oh. Nee. Da bleibst du schön gerade. Also. Gerade bleiben, ja. Eher zum Boden gucken. Ich soll eh, bis der Rücken gerade bleibt und dann arbeitest du nur aus dem Hintern heraus. Nur aus dem Hintern raus. Genau. Ich fühle mich jetzt ein bisschen wie dein Boxer. Nein, der macht so. Der hebt es beide Seite. Ja. Das ist zum Beispiel eine Übung für den Rücken und für den Hintern. Für den Po. Ich meine, der zieht aber auch. Ja, genau. Und das machst du dreimal hintereinander, 15 Wiederholungen, Seitenwechsel. Und dann hast du zum Beispiel eine Übung für den Hintern. Und dann dreimal im Jahr. Dreimal im Jahr und dann wirkt es unglaublich. Nein.
tatsächlich mache ich jeden Tag 15 Minuten verschiedene kleine Zirkelstationen. Dann habe ich den Körper einmal durch. Rücken, Bauch, Arme. Und das reicht, Beine, reicht tatsächlich. Man braucht keine Geräte, man braucht kein Fitnessstudio. Nichts. Nichts. Nein. Natürlich, aber die Ernährung spielt auch eine Rolle. Natürlich ist es schön, wenn jeder eine Stunde am Tag trainiert. Aber wie realistisch ist das? Sehr unrealistisch. Also macht doch jeder lieber 15 Minuten, macht sie aber konsequent. Habe ich mehr davon. Stimmt. So, schau mich auf. Und ist dir der Schau mich aufgeschlagen? Jetzt machst du hier die Kokosflasche rein und dann zeige ich dir das. Ist das okay? Genug, ja. Schau mich so. Kannst du raus tun. Na, ich komme zu dir. So, Johann, präsentier du mal das Essen. Ich gehe mal ein bisschen helfen. So. Ja, ja, ich bin dabei. Pass auf, hier kann man einfach so abdrehen. Ja, das meinte ich. Das kann man abdrehen, sicherlich. Ja. Weil sonst kommt man nicht hin. Das haben wir bei der letzten Eismaschine in der Eismaschine verloren. Das war ganz doof. So. Dann gab es Eis mit Schredder. Ja, aber... Frag nicht nach Sonnenschein. So. Sag mal, aber dass du so schön aufpasst hier. Ich habe gelesen, du bist im Alltag eher so ein Tollpatsch, oder? Oh. Das war die Orange. Das war die Orange? Nee, also mein Versuch, die Orange zu enthäuten oder die Zitrone. Ich weiß gar nicht mehr, wann es passiert ist. Siehst du, so viel zum Thema Tollpatsch. Ich halte nur meinen Mund und keiner kriegt es mit. Aber das ist ja unfassbar. Sag mal, du bist wie oft Weltmeisterin geworden? 23 Mal. 23 Mal Weltmeisterin. Mhm. Und im Alltag verletzt du dich. Ja, es ist tatsächlich so. Ich hatte mal, da habe ich noch Amateurboxen gemacht. Und dann bin ich... Ich muss das vormachen. Bevor ich schöpfe soweit. Letzte Sparring gehabt. Alles gut gegangen. Nicht verletzt. Top Vorbereitung. Ich laufe nach Hause mit der Trainingstasche über dem Arm und denke mir, hoch da drüben und guck irgendwie nach rechts. Und dann macht's Ding! Und dann bin ich gegen ein Umzugsschild gelaufen. Also, das ist, wo halt so ein Straßenschild ist, ein Parken verboten wegen Umzug. Und das war der ja normalerweise nicht. Ich kannte ja diesen Weg. Ich bin den ja jeden Tag gelaufen. Und da war normalerweise kein Schild. Da war normalerweise kein Schild. Und dann habe ich... Und dann dachte ich nur, oh verdammt. Und bis ich in der Wohnung oben war, war das schon richtig warm und offen. Und dann bin ich mit so einem Pfeilchen, bin ich dann zur deutschen Meisterschaft. Und dann habe ich, geschminkt gekämpft. Prost. Ja, so Johann, bei dir brennt alles an da drüben. Ach, mir brennt alles an, du bist heuer. Das ist gerade ausgestellt. Ja, hat aber noch geklappt. Okay. Hat noch geklappt. Geht. Alles so, super. Also, sehr schön hier. Genau, aber so. Da fehlt noch... Was fehlt noch? Weil ich erkläre auch ganz kurz, was hier passiert ist, weil es ist nicht angebrannt, sondern es hat hier vorne leicht bräunliche Röstaromen gegeben, was aber auch richtig so ist. Ja, ne? Ja. Gut. Ne? Ja. Gott sei Dank. Ja. Nur ganz kurz fürs Rezept. Ich habe den Fisch eben kurz in der Pfanne angebraten. Raus. Ja. Zwiebelchen rein. Mit Weißwein abgelöscht. Ganz wegreduzieren lassen. Mhm. Gemüse vor ausgegossen. Den habe ich aus Versehen wegreduzieren lassen. Ist aber noch genug da. So, jetzt kommt noch gleich ein Spritzer Sahne dazu. Senf. Und dann schmecken wir die Soße nachher ab. Schön einreduzieren lassen. Und dann klappt's. So, du hast ein T-Shirt an, was mir ausgesprochen gut gefällt, was auf dein Hobby hindeutet, auf unsere gemeinsame Leidenschaft. Ja. Ich habe hier ausgemacht. Ja, gut. Du bist Oldtimer-Liebhaber? Ja, seit Jahren. Wie ist das zustande gekommen und wie viele hast du von diesen schönen Fahrzeugen? Naja, jetzt habe ich momentan 3, will aber irgendwann einmal ein bisschen reduzieren auf 2 zumindest. Ne? Aber das hört sich gut an. Also ich habe ja jetzt 3, aber... Ja, aber es ist ja auch ein ziemlich teures Hobby, wie du weißt. Ne? Wenn was hingeht, muss man es immer reparieren lassen. Weil meine Kisten, die laufen alle. Das ist einer, das ist ein Riley 11. Den habe ich erst seit 1,5 Jahren. Der kommt aus Belfast, aber überhaupt nicht teuer. Aber für die Leute, die das Auto jetzt nicht kennen, wenn man die Maske vorne wegmachen würde und ein paar Details, was dann ist das? Es ein Mini Cooper. Ein Mini, ja, das genau. Ist ein Mini. Riley war eine alte englische Marke. Die ist dann 1970 mehr oder weniger hat sich zurückgezogen. Und seitdem gibt es den Riley nicht, aber es gibt viele Riley-Autos noch auf der Welt. Machen wir als nächstes das Obst immer fertig sind, gell? Ja. Mache ich dich alles schön sauber, dann kannst du hier schneiden. Wir brauchen so 10 Taschen, bitte, gell? Christine, du gibst auch noch Unterricht für Selbstverteidigung für Damen, ne? Ja. Ja, gelegentlich habe ich tatsächlich so Aktionen mitgemacht. Dass ich jetzt richtig Unterricht gebe, die Zeit hätte ich ehrlich gesagt im Moment gar nicht. Aber du hilfst schon Frauen, sich selbst zu verteidigen, wenn irgendwas...
komisch ist. Ja, also ich kann zumindest sagen, was ich machen würde. Ja, sag pass auf, dann zeig das doch mal bei Johann. Ich meine, das ist jetzt für einen guten Zweck. Johann ist jetzt komisch. Spaß beiseite. Ich bin tatsächlich ein Fan von Selbstverteidigungskursen, halte aber nichts davon, sie nur einmal zu machen. Weil kein Mensch kann in einer Notfallsituation abrufen, was er vor 2 Jahren mal an einem Wochenendkurs gemacht hat. Also wenn, dann muss man das tatsächlich häufig und oft wiederholen. Genau. Dann zeig doch einmal wir ganz kurz vorne. Bei Johann. Komm, er geht schon freiwillig nach vorne. Er greift dich jetzt an. Nein, so. da gibt's. Ganz ehrlich. Das macht schön. Ich mache da jetzt nichts Großes. Was soll ich dazu sagen? Wenn jemand mir blöd kommt, dann richte ich mich erstmal gerade auf und gibt dem Typen ganz klar zu verstehen, dass es mit mir nicht lustig wird. Ja? Und ich küsse dann diese Frau. Und dann gebe ich dir den Watschen. Nein, aber es ist jetzt unabhängig davon, ob man Selbstverteidigungstechniken kann oder nicht kann. Studien besagen, dass 70% der Angreifer ablassen, wenn man schreit. Also das ist einfach, die meisten gehen davon aus, dass die Frau duckt und sich klein macht, wenn sie angegriffen wird. Und der erste Schritt zur Selbstverteidigung ist tatsächlich so richtig laut schreien und brüllen. Also und jetzt ganz ohne Blödsinn. Richtig laut werden. Richtig laut machen werden. Und sagen, pass und mal auf, Alter. Ich mache auch keine Kickbox-Techniken, sondern wenn es tatsächlich so weit wäre, trete ich einfach nur ins Gemächt. Ins Gemächt. Dahin, wo es weh tut. Üben, meine Damen. Viel Spaß mit Ihrem Ehemann zu Hause. Ja. Dein Brot ist fertig, dein Salat ist fertig. Meines ist fertig eigentlich. Du darfst anfangen anzurichten. Ich habe mein Senfsößchen für den Fisch gekocht. So. Das wiederum schmeckt mir sogar ausgezeichnet. Der Wildreis ist gar. Ich habe ein Stückchen Butter untergerührt. Mmh. Sehr lecker. So, jetzt können wir eigentlich anrichten. Ja. Fisch war nur kurz angebraten, rausgeholt. Kurz in die Soße jetzt reinlegen. Feierabend. Reis ist fertig. Ja. Siehste, sieht doch alles gut aus. Johann, wie sieht's bei dir aus? Wo also wir brauchen nur eine halbe Stunde ungefähr. Ihr braucht nur eine halbe Stunde. Also wir machen jetzt erstmal hier einen schönen Fruchtsalat mit einem schönen Ahornsirup, mit einem, was haben wir denn rum da vorne, Zuckerrohrschnaps. Zuckerrohrschnaps. Genau. Das wird jetzt alles schön gemischt. Dann kommt noch eine Ananas dazu, Passionsfrucht. So. Dann werden diese Täschchen drauf serviert. So, wunderbar, perfekt. Guck mal, ob das Fett schon heiß ist, bitte. Dann kannst du es da reintun. Ja, schon heiß genug ist. Eins mal ausprobieren. Das ist noch nicht heiß genug, oder? Nee, ist noch zu kalt. Mach's ein bisschen heißer. Ich bin jetzt hier gerade am Zwiebel anrösten. Gebe dann zu den Zwiebeln dazu Cocktailtomaten und Honig. Ich will hier schon mal kleiner schneiden hier. Nee, so ist gut, ist gut. So ist gut. Ananas bitte schälen, wenn es geht. Achtung, jetzt wird gleich ein Blutbad angerichtet. Teils schneidet ein Ananas. Ja, und zwar ganz einfach, da abschneiden. Und da. Ja, genau. So, eigentlich genau. Ne? Oben und abschneiden. Bisschen mehr, bisschen mehr abschneiden. So, genau, auf der anderen Seite auch. Genau, und jetzt schälen. So wie ein Apfel außen, schön so großzügig schälen. Großzügig, also einfach gerade runter? Nee, schräg, Kurve. Schon eine Kurve. Na, so, gut. Genau. Aber nicht alles wegschneiden, gell? So. Ja. Okay, so ist gut. Ja, ja. Hervorragend. So, und dann ein schönes Stückchen schneiden, gell? Ich mache hier gerade Cocktailtomaten mit roten Zwiebeln, Honig, etwas Chili und Salz. Hervorragend als Beilage für das Lamm nachher. Ja. Müssen ein bisschen braten jetzt. Hier ist mein Risotto. Da kommen gleich Oliven dazu. Jede Menge kleingeschnittene. Machen wir jetzt gleich rein. Sie sind stumpfen drin. Und dann kommen noch Kräuter rein. Salz. Darf ich mir ein Blatt ausleihen? Du darfst dir selbstverständlich natürlich ein Blatt kommt Schluss ausleihen. Parmesan rein und Butter. So. So, Risotto haben wir, Ratatouille haben wir. Jetzt müssen wir gucken, wie heiß das Fett da ist. So. Nee. Das sieht nicht so. Noch zu kalt, aber wir machen das gleich. Dann können wir so ganz langsam. So, dann haben wir hier noch Passionsfrüchte. Zum Tisch rüber marschieren, ein lecker Fläschchen Wein aufmachen. Klaus, hast du noch so einen richtigen Megatraum, den du dir unbedingt mal erfüllen willst? Ob im Beruf oder im Privatleben? So eigentlich Wunsch, ja, so eigentlich mit Nadine nach New York fahren, vor Weihnachten. Mit Nadine, jetzt muss ich kurz Nadine erklären. Nadine ist ein Geschenk des Himmels für dich. Nadine ne? ist, ja,
ein Mensch aus einem, von einem anderen Stern. Eine Frau aus einem, von einem anderen Stern. In Wirklichkeit. Das ist wahr. Und es gibt leider einige böse Zungen, die das irgendwie nicht kutieren oder gut eifersüchtig sind und sauer sind. Ne? Nein, weil ich ein bisschen älter bin. Ja, na, das ist egal. Das lassen wir mal alles weg. Aber du meinst das ja wirklich ernst. Ein Geschenk des Himmels. Ja. Und das meinst du nicht nur als Lob für diese wunderbare Frau, sondern du meinst das aus einem ganz anderen Grund. Ja, sie hat mir das Leben gerettet. Ich wollte ja nach dem Tod meiner Frau, wollte ich ja irgendwie die Sache beenden. Und war fest entschlossen, aber dann hat sie mir einen Brief geschrieben. Und dann ist das so langsam entstanden zwischen uns. Bitte sage aber noch eins dabei. Weil ich finde, das ist sehr, sehr wichtig. Wenn ich das nicht ansprechen darf, kannst du mich gleich auf Seite schieben. Aber du hast mir so schön erzählt, dass deine Frau, und ich weiß, was du da durchlebt hast, die an Krebs gestorben ist, 14 Tage vor ihrem Tod gesagt hat, ich schicke dir jemanden, ich passe auf dich auf, schicke dir jemanden von oben und ich habe nicht verstanden, was sie damit meint eigentlich. Heute verstehe ich. Heute verstehst du. Heute verstehe ich, ja. Ja. Und das ist hier. Ja, ja. So, mein Lieber. Ich würde sagen, wir nehmen das Salätchen. Okay. Wir nehmen den schönen Fisch. Ich halte es noch einmal hier rein, damit zu Hause alle richtig Hunger kriegen. Yam, 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 yam. So. So. Knoblauch. Das riecht wirklich nach Knoblauch. So, pass auf, jetzt setz dich mal, weil es geht gleich, in 2-3 Minuten kommt meine Lieblingssendung im ZDF. Setz dich. Ja. Was ist das denn? Und die gucke ich so gerne, also ich kann gar nicht anders. Wenn ich die verpasse, werde ich ratsch verrückt. Die heißt nämlich Lafer kocht allein. So, bitte schön. Prost. Du bist sowas von bescheuert, das kannst du dir selber gar nicht vorstellen. Nein, das ist wirklich meine Lieblingssendung. Mittlerweile schneide ich mir das, ich nehme das ja alles zu Hause auf, und ich schneide mir das immer zusammen, wenn ich hier sitze und Johann kocht. Weil er kann sich ganz gut zugucken. Okay. Ja. Jetzt hier drüber? Ja, ja, genau. Die drüber machen. Die Sendung heißt in Wirklichkeit Lafer kocht langsam allein. Nein, nein, nein. Ich habe mein. Ja, ja, also man muss Johann da verteidigen. Aber ich lege meine Rezepte mittlerweile so aus, dass ich immer so 10 Minuten vor Schluss fertig bin. Mhm. Dann kann ich ganz in Ruhe zugucken. Für uns ist das sehr lustig und angenehm. So perfekt, ja. Ja, nein, vor allen Dingen, wenn du siehst, mit welch einer Eleganz er durch diese Küche schreitet. So, guck mal da, zack, wieder hat er am Teller liegt, weißt du? Nur weil ihr einen Burger bestellt habt, ja, so Fast-Food-Service. Sag mal, könnt ihr beide bitte mal kurz spazieren gehen? Johann, hat das mit dem Eis geklappt jetzt? Ja, sicher, klar, alles. Super. Nee, also wenn du möchtest, Horst, kannst du gerne was essen. Kannst du bitte das Eis rausholen, für mich sei so nett, ha? Johann, du weißt, für dich würde ich an den Nordpol reisen, um Eis zu pflücken. Ich beginne nicht. So. Max, bitte den Schnaps drauf und auch den Ahornsirup. Komplett? Ja, genau. Drüber gießen schön. Also ich fahre heute nicht mehr Auto. So, ja, so schön leicht drüber. Nicht zu geizig. Ne, also vom Geiz kann man nicht sprechen. Und dann Ahornsirup drauf. Christine, hast du einen Löffel für mich? Irgendeinen Löffel, Esslöffel oder sowas. Ja, ich hole nur einen frischen, weil die sind alle... Ja, ein frischer wäre super, wegen dem Eis. Das ist ganz doof, wenn da jetzt was anderes dranhängt. Aber jetzt mal ohne Quatsch, Christine. Das ist schon ein kompliziertes Gericht, dieses Eis. Ne? Wenn du überlegst, du brauchst 2 Maschinen alleine dafür. Ne? Das ist schon... Ein Student kann ihn nicht machen in seiner Studentenbude. So, jetzt machst du die Taschen oben drauf und Puderzucker bitte drüber, gell? Und dann als Garnitur ein bisschen Korianderkraut und Minze. Und ich habe hier den Lammrücken. Ich muss euch sagen, als Alleinkoch im Fernsehen macht es richtig Spaß. So.
schön schräg schneiden. Das Fleisch ist rosa. Wie schmeckt das Eis, Horst? Wie schmeckt das Eis? Sehr lecker, Johann. Du hast gesagt, ich soll alles rausholen, da kriege ich aber Bauchschmerzen. Das sage ich. Möchtest du das nur über die Tassen? Wunderbar. Wo möchtest du das Eis hinhaben, Johann? Komm gleich zu dir. Du möchtest nicht, tu mal eine schöne Nocke abstechen, bitte. Von dem Eis jetzt oder redest du mit Christine? Vom Eis, vom Eis. Vom Eis. Nocke abstechen. So. Würdest du das abstechen wollen bei mir? Die Nocke? Mhm. Bei dir? Ja, weil du gerade gefragt hast. Nee, du machst hast. Selbstverteidigung, da kann ich nicht drüber reden. Ach so, genau. Da war ja was. Nein, normalerweise machst du mal mit einem großen Löffel und heißem Wasser. Da wir aber keinen Löffel mehr sauber haben. Was? Nee, wir haben alle probiert. Wo soll das Eis hin, Johann? Das Eis soll auf die Platte, die bitte drauf da. In die Mitte. So, jetzt schaut doch mal diesen Teller an hier, Leute. Das ist doch ein Wahnsinn hier. Hey. Das kommt aber nochmal drauf. Wenn das für den Teller ist, darf mehr Eis drauf. So. Ja, ja, der Teller ist für eine Großfamilie. Jetzt zeigen wir erstmal den Zuschauern, dass in einer Kochsendung auch gekocht worden ist. Guck mal, Scheiße. Was soll das denn heißen, Johann? Hier. Lammrücken gefüllt mit Risotto und den süßen Tomaten. So. Und. Achso, der Koriander. Ja. Und Kokostaschen hier. Schön auf Fruchtsalat mit Passionsfrucht, mit Korianderkraut. Guck mal, das ist doch ein Wahnsinnsdessert. Schau her. Ich bin sehr stolz auf dich. Kann man sich sogar merken. Nimm dich mit vor. So. Christine, bitte. Danke schön. Sehr. Man sieht, das Training wirkt. So. Nein. Kraft ohne Ende. Horst, ich habe noch nicht angefangen zu essen, weil ich erzogen wurde, dass man erst, wenn alle am Tisch sitzen, anfängt zu essen. Stimmt. Stimmt. So. Deswegen haben wir auch zwei getrennte Tische. Ja, stimmt. Prost. Moment. Prost, ja. Sag mal, das ist jetzt euer Ergebnis von einer Dreiviertelstunde? Nein, Johann, das ist schon eine halbe fertig. Ne? Außerdem haben wir hier noch Salätchen gemacht, wir haben Brot gemacht, wir haben deine Eismaschine repariert, wir haben das Eis rausgeholt. Also ich habe geturnt zwischendurch. Ich fand es ein sehr schöner Samstagnachmittag.